Besser? Okay. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen heute zur Veranstaltung Fairplay in Fußball und Gesellschaft. Schön, dass Sie alle da sind. Wir sind heute hier im schönen Café Luitpold. Ich freue mich sehr. Und ich darf Sie, liebes Publikum, und auch das Podium und unsere Gäste im Namen der Philipp-Lahm-Stiftung und der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, den beiden Veranstaltern des heutigen Abends, ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Tabea Schneider, ich verantworte das Projekt bei der Landeszentrale. Und wir als Landeszentrale, als zentrale Institution der politischen Bildung, haben das Thema Fußball und Demokratie seit vielen Jahren bearbeitet und auf dem Schirm. Und wir haben einige unserer Publikationen Ihnen auch mitgebracht. Die finden Sie da hinten, die sind ein bisschen versteckt, aber ich möchte deshalb besonders darauf hinweisen. Denn wir hatten in unserer Zeitschrift Einsichten und Perspektiven einige Artikel zu dem Thema. Wir haben etwas für die Schule entwickelt, Fußball elementar, und wir haben ein eigenes Buch herausgebracht, Probetraining, eine Reise an die deutsche Fußballbasis. Und das möchte ich jetzt einfach hier auch nochmal nennen. Das können Sie heute, ja genau, Stefan Mayer hebt das gerade hoch, das liegt da aus und da hinten aus. Denn das können Sie heute kostenfrei mitnehmen. Das ist auch gemeinsam mit der Philipp-Lahm-Stiftung entstanden. Also gerne mitnehmen und sich mit dem Amateurfußball auseinandersetzen, noch nach dieser Veranstaltung. Ja, das Buch ist entstanden aus einem Projekt, das Mikrokosmos Amateurfußball heißt, bei dem wir in ganz Bayern Diskussionsveranstaltungen durchgeführt haben zu politischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Und ja, ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, das heute mitzunehmen. Ja, warum haben wir jetzt als Landeszentrale heute mit der Philipp-Lahm-Stiftung zu diesem Abend eingeladen? Ich weiß nicht, ob Sie sonst oft mit den beiden Institutionen zu tun haben, ich weiß es nicht, aber warum sind wir hier? Es ist der Auftakt einer größeren Reihe, denn wir möchten gemeinsam, oder wir werden gemeinsam mit der Philipp-Lahm-Stiftung eine Dialogreihe jetzt ab April starten und über den EM-Sommer auch laufen lassen. Und das ganze Format ist Teil der Initiative Treffpunkt Fußball, das Philipp Lahm und Celia Sasic ins Leben gerufen haben, um Austausch und Verständigung zu fördern. Und genau das ist auch, was wir als Landeszentrale unterstützen möchten. Und da kam es uns also gelegen, dass wir hier unsere Expertisen, aber auch Kräfte zusammenbündeln und eben diese Dialogveranstaltungen in Vereinsheimen beginnen, beziehungsweise weiterführen und jetzt über den Sommer laufen lassen. Was passiert da bei Meet the Ref? Meet the Ref, eben heute sind wir hier alle als Auftakt, aber dann geht es in die Vereinsheime und dort möchten wir den Dialog zwischen Spielern und Spielerinnen sowie den Schiedsrichtern und den Schiedsrichterinnen fördern. Und zwar einmal über die Begeisterung zum Fußball, über Themen wie Fair Play, wie gemeinsame Werte, das gemeinsame Miteinander. Denn aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Philipp-Lahm-Stiftung und Treffpunkt Fußball ist gerade dieser Dialog unglaublich wichtig, um gemeinsam eben im Gespräch darüber zu, also erstens vielleicht Vorurteile abzubauen, aber eben auch die andere Perspektive kennenzulernen, Perspektivübernahme einzuüben, auszuprobieren, Empathie zu stärken. Also alles Demokratiekompetenzen, die auch wir als Landeszentrale eben für gestärkt oder stärken möchten und für essentiell in einer vielfältigen Gesellschaft halten. Es freut mich jetzt, dass wir heute hier stehen, und da möchte ich mich nochmal auch ganz stark bei der Philipp-Lahm-Stiftung bedanken, es sind unterschiedliche Leute heute hier, dass wir diesen Abend heute organisieren, aber eben auch diese Reihe und eben diverse andere Projekte auch schon gemeinsam durchgeführt haben. Also danke dafür. Ich freue mich, ja, da ist ein Applaus wert. Ich freue mich, dass wir heute auch einen Dialog starten werden. Er wird etwas anders sein als in den Vereinen vor Ort. Das ist ein bisschen andere Konstellation, das ist uns bewusst, aber dennoch ist es ein Dialog. Denn aus Sicht der Landeszentrale ist in den Dialog treten in einer Demokratie einfach essentiell. Denn dieses gemeinsam an der Demokratie arbeiten, gemeinsam sich engagieren in der Demokratie ist unglaublich nötig. Und wir glauben, dass Demokratie ohne Engagement nicht funktioniert
Und auch ein Amateurfußballspiel wird ohne ehrenamtliches Engagement nicht stattfinden. Also wir haben hier diverse Parallelen und ich glaube, deswegen muss das unbedingt zusammengedacht werden. Ich freue mich also, dass wir in den nächsten 90 Minuten gelebtes oder uns diesem gelebten Engagement widmen werden. Und ja, ich bin sehr gespannt, was dabei so passiert. Bevor ich jetzt an das Podium abgebe, möchte ich mich noch beim Café Luitpold ganz herzlich bedanken, bei den Mitarbeitenden, bei dem Leiter Stefan Meyer und für Sie als Info, Sie können während der ganzen Veranstaltung noch Getränke und Essen ordern und auch nach der Veranstaltung ist es so gedacht, dass Sie gerne sitzen bleiben können, noch diskutieren mit anderen, vielleicht vom Podium, von den Nachbarntischen, also bleiben Sie gerne noch hier, das bleibt alles offen. Genau. Ich darf nun den Moderator des heutigen Abends noch vorstellen, er ist hier etwas versteckt hinter mir, ich stehe nicht gut dafür. Hier. Ja, Tim Frohwein, er ist erstmal auch der Autor dieses besagten Buches, was hier überall rumliegt, Probetraining, und beschäftigt sich seit über 10 Jahren in wissenschaftlichen Studien, journalistischen Artikeln und Kolumnen mit dem Thema Amateurfußball. Tim Frohwein hat einen Lehrauftrag an der Ludwigs-Maximilian-Universität und ist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Zudem organisiert er seit 2018 an der Landeszentrale die Veranstaltungsreihe Mikrokosmos Amateurfußball. Tim Frohwein wird jetzt nochmal thematisch etwas stärker einführen in die, heute in den Abend und auch das Podium moderieren und durch den Abend leiten. Ich danke dir dafür schon mal ganz herzlich. Ich wünsche uns allen nun anregende Gedanken, gute Diskussionen und bedanke mich schon mal sehr bei den Podiumsgästen. Dankeschön, Tabea. Bevor ich jetzt gleich hier alle Gäste vorstellen werde, wollte ich noch ein kurzes Statement auch abgeben. Sie haben es gehört, der Amateurfußball ist so mein Thema und ich freue mich riesig, dass wir so einen Rahmen bekommen, um darüber zu sprechen. Um nochmal so ein bisschen die Bedeutung und die gesellschaftliche Relevanz auch dieses Sports deutlich zu machen, ein paar Zahlen. Ja, also wir haben 24.000 Vereine, die ein Fußballangebot haben in Deutschland, reine Fußballvereine, Vereine mit dem Spartenangebot Fußball. Wir haben 7 Millionen Menschen, die in Fußballvereinen organisiert sind und wir haben 1,4 Millionen Spiele pro Saison, die im Amateurfußball stattfinden, im Jugendbereich, im Kinderbereich, im Herren- und Frauenbereich. Also das ist die Wucht, die der Amateurfußball mitbringt und ich finde, es ist immer schön, wenn wir es schaffen, da auch einen gewissen Fokus drauf zu legen, weil am Ende ist es schon der Fußball vor allem, der die Menschen noch anzieht in diesem Land. Andere Sportarten, und da will ich jetzt auch keine andere Sportart irgendwie zu nahe treten, die können nichts dafür, aber es ist so, der Fußball versammelt nun mal einfach alle Menschen nach wie vor. Deswegen freuen wir uns auch auf die Europameisterschaft, ohne Frage, aber heute geht es mal um den Amateurfußball und auch um die Herausforderungen, die es im Amateurfußball nach wie vor gibt, geht. Und deswegen haben wir auch diese Schiedsrichterthematik ausgewählt. Und natürlich ist es gleichzeitig der Start der erwähnten Reihe Meet the Ref. Ich werde mit folgenden Personen jetzt über dieses Thema sprechen. Ich glaube, wir haben da eine sehr gute Runde beieinander. Alle haben unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Neben mir rechts sitzt Sven Laumer. Er ist BFV-Schiedsrichterobmann, also vom Bayerischen Fußballverband. Und nebenberuflich, wie er sagt, auch noch Professor für Wirtschaftsinformatik an der FAU in Nürnberg-Erlangen. Herzlich willkommen, Sven. Dann haben wir Taya Fester da. Taya Fester ist Kriminologin an der Uni Tübingen und außerdem Schiedsrichterforscherin, hat mit mir auch schon eine erste Ausgabe Meet the Ref durchgeführt. Aus unserer Sicht war das ein ganz guter Erfolg. Herzlich willkommen, Taya. Daneben ihr sitzt Faras Fati, er ist Schiedsrichter aus München, hat mich auch schon auf dem Platz gesehen und gepfiffen. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Faras, schön, dass du da bist. Und dann freue ich mich natürlich ganz besonders, dass Philipp Lahm heute hier ist, Euro-Turnier-Direktor, Euro-2024-Turnierdirektor und Initiator des Projekts Treffpunkt Fußball, das gerade ja schon auch angesprochen wurde. Und bei diesem Projekt ist sozusagen die Veranstaltungsreihe Meet the Ref auch aufgehangen. Philipp, die erste Frage an dich. Du
warst nicht nur ein sehr fairer Fußballer in Profizeiten, also ich habe es nochmal hier mitgebracht, nie eine rote Karte, nie eine Gelbsperre, also von daher schon prädestiniert. Nie eine gelb-rote, nicht zu vergessen. Richtig, danke für die Ergänzung. Also auf jeden Fall ein prädestinierter Mann für den heutigen Abend. Du bist aber, wie gesagt, auch Initiator von Treffpunkt Fußball und ich würde gerne dir nochmal die Gelegenheit geben, auch am Anfang zu erklären, um was es bei Treffpunkt Fußball geht, was damit bewirkt werden soll. Erstmal schön, dass ihr alle da sind und heute gekommen seid. Treffpunkt Fußball habe ich initiiert, um den Amateurfußball eben zu unterstützen, auch zu stärken natürlich. Wir unterstützen mit Treffpunkt Fußball Initiativen in den Bereichen Integration, Inklusion, Teilhabe, Diversität, Nachhaltigkeit und um da eben dann den Amateurfußball und die wichtigen Themen, die uns in der Demokratie eben wichtig sind, die auf der Basis sozusagen oder in der Basis eben zu unterstützen. Und Tim, du hast schon richtig gesagt, die Euro steht auch an und was gibt Schöneres als so ein großes Fußballfest eben auch zu nutzen, um die Basis noch zu stärken. Über die Projekte kann man sich natürlich auch auf der Webseite informieren, treff.fußball.org, also wer darf mal draufklicken. Philipp, du bist natürlich selber auch im Amateurfußball zu Hause, die FT Gern, dein Heimatverein, ist hier auch vertreten mit Personen, dein Sohn spielt da noch Fußball, du bist viel auf den Plätzen entsprechend auch unterwegs. Wir sprechen jetzt über Respektlosigkeiten gegenüber Schiedsrichtern, teilweise auch Respekt gegenüber Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen. Wie erlebst du das? Hast du schon solche Vorfälle irgendwie beobachtet? Was ist da so deine Meinung zu dem Thema, auch aus der persönlichen Erfahrung heraus? Ja, insgesamt müssen wir schon sagen, dass es insgesamt gut läuft, würde ich jetzt mal sagen. Aber man kann das immer verbessern und vor allem den Dialog, was uns natürlich sehr, sehr wichtig ist, den Dialog zu schaffen und Perspektivwechsel eben zu bringen, ist enorm wichtig. Und ja, ich merke es auch, vorher wurde gesagt, Spieler und Schiedsrichter, ich würde mir noch wünschen dazu, und das sollten wir auch angehen, dass in jüngeren Jahren auch die Eltern noch dabei sind, weil die spielen eine wesentliche Rolle und eine große Rolle an so Fußballplätzen. Und ich glaube, das Miteinander eben, das könnte immer besser sein. Also noch mehr Respekt gegenüber denen, die wir brauchen. Das sind eben Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Wir brauchen den Nachwuchs. Wir hatten am Wochenende wieder jemanden, der war, ich glaube, 14 Jahre alt als Schiedsrichter. Und da wünsche ich mir, dass auch die, die draußen stehen und die Spieler auf dem Spielfeld eben Respekt gegenüber den Schiedsrichter, der das Spiel leitet. Und jeder von uns hat auch mal einen schlechten Tag und es gibt auch mal Fehlentscheidungen und auch ich als Spieler habe mal falsche Entscheidungen getroffen und das eben zu akzeptieren, eben zu respektieren, dass jemand auch da vielleicht auch seine Freizeit opfert, um ein Spiel zu leiten. Das ist mir extrem wichtig und Meet the Ref, natürlich mit der Unterstützung von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung enorm wichtig ist. Dadurch können wir noch mehr diese Veranstaltungen unternehmen, noch mehr Leute erreichen, noch mehr diesen Dialog schaffen, was uns einfach wichtig ist im Amateurfußball. Wie ich gesagt habe, der Amateurfußball ist aber auch oder leistet sehr, sehr viel für die Gesellschaft und deswegen umso wichtiger, den zu stärken. Jetzt hast du es gesagt, also wir müssen das Ganze natürlich auch irgendwo sachlich betrachten. Es gibt immer wieder entsprechende Medienberichte natürlich, wenn dann mal was passiert auf dem Platz. In Bremen ist jetzt tatsächlich ein Spieltag im Amateurbereich abgesagt worden, weil es zuvor zu Gewaltvorfällen auf den Plätzen kam und dann hat sich der Verband der Zustände gedacht, wir wollen mal ein Zeichen setzen und entsprechend ist natürlich das Interesse auch gerade wieder groß. Wir wollen es aber nicht überdrehen und deswegen haben wir ja die Wissenschaft zum Glück da, die sozusagen das auch vielleicht nochmal auf sachlichem Niveau dann einordnen kann. Taya, du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange mit abweichendem Verhalten, nenne ich es mal, im Fußball. Was kannst du sagen zum Thema Gewalt im Fußball, zum Thema auch Respektlosigkeiten gegenüber Schiedsrichtern? Was sind da so die Zahlen? Ja, also ich bekomme insbesondere zurzeit sehr oft die Frage gestellt, wie groß ist das Problem? Teilweise sogar, ist der Fußball kaputt? Was ist los auf unseren Plätzen? Wenn wir das einordnen wollen, was da los ist, ist es tatsächlich so, dass der Fußball mit durch seine große Verbreitung und Popularität tatsächlich Wochenende für Wochenende negative Schlagzeilen produziert. Das ist so, wir haben Vorfälle.
Wir lesen und sehen unschöne Dinge. Jetzt ist das Ganze so, es gibt ganz verschiedene Aspekte. Zum einen wird es viel sichtbarer als früher, wenn da jetzt eine Handykamera draufgehalten wird. Dann sehen wir das und dann wirken diese Bilder ganz anders, als wenn ich jetzt nur einen Satz lese, Spieler A schlägt Spieler B. Deshalb nehmen wir das viel, viel schlimmer wahr als früher. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen mit unserer subjektiven Wahrnehmung. Wir merken uns immer Dinge dann, wenn was passiert. Aber in den Phasen, in denen wenig passiert ist, speichern wir nicht ab. Deshalb ist es wichtig, das Ganze in Relation zu setzen. Also wir haben zwar leider sehr viele tausende Fälle, auch Jahr für Jahr, aber du hast vorher angesprochen, wenn wir das Ganze in Relation setzen zu 1,5 Millionen Spielen, dann ist es ein sehr geringer Prozentsatz. Und das ist auch ganz klar, was wir sagen müssen, der Großteil der Fußballspiele verläuft ohne solche Zwischenfälle. Und das ist gut und wir müssen auch dafür sorgen, dass es so bleibt und es eben nicht mehr wird. Jetzt kommt sozusagen ein bisschen der schlechte Teil, die schlechte Nachricht. Wir hatten über die Jahre ein eher konstantes Gewaltaufkommen, was auch schon nicht schön ist, wenn das konstant da ist. Wäre natürlich schöner, wir hätten den Trend, dass es weniger wird. Wir mussten aber jetzt feststellen, dass insbesondere nach der Corona-Pandemie die Anzahl der gewaltbedingten Spielabbrüche deutlich gestiegen ist. Und das ist was, wo man auf alle Fälle sich überlegen muss, wie können wir dagegen vorgehen. Trotzdem eine sehr geringe Zahl und was aber noch ein viel größeres Problem ist und die Menschen eben auch fast noch mehr beschäftigt, ist der Umgang auf den Plätzen. Ne? Respektlosigkeiten, Beleidigungen, rauer Ton, insbesondere gegenüber Schiris, die das ja eigentlich erst überhaupt ermöglichen. Und das ist ein Thema, wo wir alle daran arbeiten müssen, wie kann es denn wieder besser und freundlicher zugehen auf den Plätzen. Sven, jetzt sind es Zahlen, die deutschlandweit gelten. Wir sind hier in München, wir wollen natürlich wissen, wie ist es denn so auf bayerischen Fußballplätzen? Wie zeigt sich da oder wie stellt sich die Situation da dar? Ja, auch erst von mir herzlich willkommen, guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute da sind, dass wir in der Runde diskutieren können. Wenn wir nach Bayern schauen, sage ich immer, wir sind in Bayern in einem besten Bundesland der Welt, weil da hatte jetzt jemand ein Problem mit dem Spruch. Weil wenn ich die bayerischen Zahlen anschaue, hatten wir in der letzten Saison 12 Spiele bei über 240.000 Spielen in ganz Bayern, die abgebrochen wurden, weil es einen Gewaltvorfall gegen den Schiedsrichter gab. Das heißt, 12 sind 12 zu viel, aber wenn ich es mit anderen Bundesländern, Berlin, Hamburg, NRW vergleiche, dann ist die Situation bei uns in Bayern, was die wirkliche Gewalt anbelangt, auf einem niedrigen Niveau. Und das sehen wir auch auf einem konstant niedrigen Niveau bei uns in Bayern. Wir machen tatsächlich aber auch das, was Taya gerade gesagt hat, extrem viel Sorge. Und es ist der Umgang auf dem Platz und darüber hinaus, was Philipp gesagt hat, da würde ich auch gerne die Trainer noch mit reinnehmen, weil mit denen müssen wir eigentlich darüber auch reden, dass alle, die irgendwie den Fußball leben, lieben weil, und auch leben, da zähle ich auch uns Schiris dazu, dass wir einfach verstehen, nur gemeinsam, wir sitzen alle in einem Boot, können wir dieses coolste Hobby der Welt irgendwie gemeinsam gestalten. Und deswegen ist dieses Dialogformat so wichtig, dass wir eben genau das auch hinbekommen. Das heißt, in Bayern, wir haben Fälle, wir haben zum Glück wenig Fälle, aber jeder dieser Fälle ist einer zu viel und wir müssen immer daran arbeiten, dass wir die auch weiter reduziert bekommen. Genau, also wir, jetzt ist es aber laut, wir wollen es nicht dramatisieren, das ist auch das Ziel dieser Runde, das ist auch das Ziel bei den Veranstaltungen dann in den Vereinsheimen. Und trotzdem, wir reden auch eben über den Umgangston. Wir reden nicht nur von Gewaltvorfällen, wir reden über den Umgangston. Wir haben einen Schiedsrichter in der Runde. Sven, du warst auch lange. Faras, du hast, weiß ich nicht, wann hast dein letztes Spiel gepfiffen? Am Wochenende. Am Wochenende. Du bist viel auf den Plätzen unterwegs. Wie nimmst du es wahr? Hat sich da in den letzten Jahren tatsächlich irgendwas verändert? Ist es schlimmer geworden? Was waren vielleicht auch so die brenzligsten Situationen für dich? Ja, servus auch von meiner Seite. Ich muss sagen, ich kann die Ausführungen auch wirklich teilen, vom Gefühl her. Ich habe nicht den Eindruck, dass physische Gewalt oder körperliche Gewalt auf den Plätzen zu Hause ist. Gott sei Dank hatte ich den Fall auch bisher noch nicht. Ich bin jetzt seit 9 Jahren Schiedsrichter. Es gibt Kollegen, die entsprechend länger Schiedsrichter sind. Ich glaube, wenn wir über das Thema der Gewalt sprechen, gibt es verschiedene Stufen und Dimensionen. Ja, wenn wir über körperliche, physische Gewalt sprechen, klar, da ist der Spielraum eines Schiedsrichters auch ziemlich gering. In der Sekunde, wo es passiert, wird das Spiel in der Regel abgebrochen und dann geht es auch nicht weiter.
Was, glaube ich, eher so ein schleichender Prozess ist, und das ist dann, wenn wir dann ein bisschen mehr in die Gewaltdefinition reingehen, ist, was ist, passiert eigentlich im verbalen Bereich? Und da muss man natürlich als Schiedsrichter vieles ertragen, ist auch irgendwo verständlich. Also der Sport muss auch emotional bleiben, das ist mir ganz wichtig. Aber es muss einen Rahmen geben und der Rahmen ist am besten halt das Spiel selbst. Das heißt, ich erwarte eigentlich nach dem Spiel, dass es zumindest in gewisse Bahnen verläuft, wo man in die Kabine gehen kann. Es muss nicht jeder zufrieden sein, den Anspruch muss man nicht immer haben. Aber zumindest muss jeder wissen, jeder hat sein Bestes gegeben und wenn auch mal schlechte Tage dabei waren, dann ist es der Fall. Also ich würde behaupten, vieles, wie auch schon gesagt wurde, läuft wirklich ziemlich gut, vor allem auch vor dem Spiel, also das auch mal gesagt, ich gehe zu keinem Verein und da habe ich ein Problem, sondern ich gehe zu jedem Verein, pfeife mein Spiel und wenn es brenzlig wird, dann habe ich vielleicht danach ein Problem. Genau, also das ist, was ich so mitgeben würde und ich würde so ein bisschen auf diesen schleichenden Prozess drauf eingehen, wo sind die verbalen Schritte auch, wo es dann zu viel ist, wir als Schiedsrichter haben dickes Fell irgendwann nach ein paar Jahren, wir hören auch weg, also für mich ist ein Arschloch ist eigentlich wurscht, ja, weil ich damit leben kann, aber das ist nicht der Maßstab. Ja. Vor allem 14-Jährige, wenn die pfeifen und dann von Erwachsenen dann irgendwie als Arschloch beschimpft werden, das hinterlässt dann schon andere Spuren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese 12 in Bayern oder die Entwicklung Teile, die du jetzt auch für ganz Deutschland gesagt hast, auf dem Niveau bleiben und nicht schleichend mehr werden. Ja, also ich glaube auch gerade eben für den Nachwuchs, ja, und jetzt haben wir ja zum Glück, ich glaube, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren haben wir einen Anstieg bei den Leuten, die der Schiedsrichterei nachgehen wollen. Aber natürlich, wenn man Nachwuchs da entsprechend das Nachwuchs heranwächst weiterhin, dann muss man dafür sorgen, dass das alles in einem vernünftigen Rahmen stattfindet. Und ich finde es erstaunlich, das hatte ich nämlich auch schon bei einer Meet the Ref-Veranstaltung, ne, dass ihr schon so ein dickes Fell habt. Ne? Also Arschloch ist halt normal. Ich finde, das ist schon krass irgendwo, dass es auch so weit gekommen ist. Also sprich der Ton... Ich rede hier von den Zuschauern natürlich. Ne? Also wenn jetzt ein Spieler auf dem Feld steht und groß Arschloch über das Feld schreit und dann wird auch erwartet, dass ich was mache. Aber wenn ich von einem Zuschauer das höre, dann ist das nochmal eine andere Dimension tatsächlich. Ja, ja. Jetzt erlebt ihr auf den Plätzen ja entsprechend auch Situationen, wo ihr vielleicht selber so ein bisschen zur Beruhigung beitragen könnt. Deeskalation, so ist ja auch ein Thema, das lernt man ja mittlerweile im Kindergarten sozusagen, wie man Konflikten aus dem Weg gehen kann. Was vielleicht an beide die Frage gerichtet, wie kann man denn dann irgendwie wieder für Normalität sorgen auf dem Platz? Es gibt ja jetzt auch mittlerweile die Maßnahme, dass man jemanden mal rausschickt und er sich ein bisschen beruhigen soll. Also das ist natürlich ein großes Maßnahmenbündel, über das wir da sprechen. Wenn wir genau über das Spiel selbst sprechen, haben wir ja in Bayern vor anderthalb Jahren auch die Zeitstrafe schon eingeführt. Gerade ist in der großen Diskussion für die Profiligen. Jetzt hat die FIFA gesagt, nee, machen wir nicht. Aber im Amateurbereich haben wir die Chance. Und das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die wir haben, zu sagen, okay, wir haben jemanden, der gerade ein bisschen überdreht, den kann man mal 10 Minuten rausschicken, runterkommen und dann wieder mitspielen. Das hat mehrere Effekte. Zum einen, er oder sie beruhigt sich, gleichzeitig wird die Mannschaft sauer, weil man jetzt mal 10 Minuten im Unterzahl spielen muss, fängt vielleicht das Gegentor und dann ist es gar nicht mehr der Schiri, der irgendwann sagt, beruhig dich, sondern dann kommt der Trainer oder die Kollegen und Kolleginnen und sagen, hey, sei jetzt endlich still, letzte Woche bist du geflogen und dann haben wir verloren deswegen. Und dann hast du plötzlich einfach die Mannschaft, die da für Ordnung sorgt und das ist der Effekt und den sehen wir auch. Also es ist eine dieser Maßnahmen neben vielen anderen, die wir schon in Anti-Gewaltkursen will ich es jetzt gar nicht nennen, aber wir haben so eine kleine Einheit in der Ausbildung, die nennen wir Persönlichkeit des Schiedsrichters, wo wir einfach sagen, wie du als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterin durch dein Auftreten selbst, durch die Kommunikation, Körpersprache, wie du auf dem Platz agierst, schon auch ganz viel Einfluss darauf haben kannst, wie das Spiel läuft. Und das muss man einfach auch unseren Leuten immer wieder beibringen, immer wieder schulen, dass sie genau diese Dinge auch tun. Und dann können wir auch einen Beitrag dazu leisten, dass das ordentlich läuft. Aber die Zeitstrafe ist da ein ganz gutes Ding. Und im WEV habt ihr ja die Stoppaktion gemacht, wo die ganzen Mannschaften sich beruhigen. Die wird gerade auch groß diskutiert. Eigentlich haben wir es ja im Vorstand beschlossen, dass wir es in Bayern auch bringen wollen zur neuen Saison. Aber jetzt diskutiert der DFB gerade wieder mit der FIFA drüber, wie man das genau machen darf und kann. Aber das ist auch eine Maßnahme, wo der Schiri sagen kann, wenn er merkt, die ganze Mannschaft ist irgendwie gerade nervös, zu sagen, jetzt machen wir 5 Minuten Pause, jetzt geht jeder in seinen Strafraum und wenn wir uns wieder beruhigt haben, dann spielen wir weiter. Und das kann, glaube ich, auch ganz viel helfen, mit genau solchen Signalen auch mal wieder runterzufahren.
Jetzt hast du den Profifußball auch gerade angesprochen. Die haben die Zeitstrafe nicht übernommen. Ja, Philipp, irgendwo spielt der Profifußball in der Rechnung ja auch eine Rolle, weil am Ende wird manches Verhalten vielleicht auch von den Profis im Stadion abgeschaut. Wie bewertest du da die Vorbildfunktion auch der Profifußballer und Profifußballerinnen? Ja, unterschiedlich, glaube ich. Also jeder Mensch ist erstmal verschieden. Manche gehen emotionaler um. Also es kommt auch, woher komme ich eigentlich? Das ist ja auch manchmal der Fall, dass Südländer oder ich hatte viel mit Brasilianern auch zu tun, die sehr emotional eben reagieren. Aber ich glaube zum Beispiel, dass der Schiedsrichter das schon gut einschätzen kann. Wie emotional darf man sein? Und wie nehme ich mich zu? Für mich war es immer so, dass ich mir gesagt habe, ich vergolde meine Energie nicht für etwas, was ich eh nicht ändern kann. Und damit bin ich eigentlich sehr, sehr gut gefahren. Und die Schiedsrichter, ich hätte eigentlich ein ordentlich, also wirklich sehr, sehr ordentliches Verhältnis mit den Schiedsrichtern immer, weil sie haben mich respektiert, so wie ich bin. Und dann habe ich vielleicht auch mal abgewunken, das hat aber der Schiedsrichter dann auch mal übersehen oder was auch immer, weil er wusste, mit mir kann man auch normal reden. Und ich glaube, das Wichtigste ist, haben wir ja heute auch schon gesagt, Kommunikation. Ich glaube, das hilft einfach. Ein Schiedsrichter, so wie ein Spieler, kann viel Tempo rausnehmen aus einer Situation, aus einem Foul. Ob da jeder immer das Vorbild ist, war noch nie so der Fall, glaube ich. Und wird's auch, es wird nie so werden, dass alle sich perfekt auf dem Fußballplatz verhalten. Weil das zeigt die Gesellschaft ja auch. Also der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft auch. Und ich glaube, das Beispiel mit Pause machen oder als Mannschaft Einfluss nehmen auf meinen Mitspieler, also das Umfeld sozusagen, das nähere Umfeld, das ist dann schon entscheidend. Und das, denke ich, das geht von klein, also von den Kindern auf, bis zum Profifußball. Du kannst als Mannschaft den einen oder anderen schon einfangen. Kann ich da kurz? Ja. Ich finde es mit dem Vorbild nämlich auch, was du sagst, genau richtig. Es kann nicht jeder Vorbild sein, aber jeder Verein, jede Mannschaft hat irgendwie ein, zwei, die irgendwie rausstechen. Und die Vorbild sind. Und um es an einem Beispiel festzumachen, als wir letztes Jahr Bochum gegen Dortmund hatten und dann Sascha Stegemann diesen Strafstoßsituation hatte, wo Dortmund dann gesagt hat, da verlieren wir die Meisterschaft, und dann war das ja das Wochenende über, gerade für den Schiri, in den sozialen Medien bis hin zu Morddrohungen unterwegs. Aber als Achim Watzke gesagt hat, Leute, das mag ein Fehler gewesen sein, das ist auch scheiße, Entschuldigung, aber so geht es auch nicht, dass man mit einem Menschen umgeht, ist es plötzlich zurückgegangen. Also dass jeder, der auch Verantwortung in den Vereinen trägt, und das geht beim Trainer los, in der D-Jugend und so weiter, zu wissen, ich bin der hier eigentlich eine Vorbildfunktion hat und auch meine Aufgabe ist es irgendwie, dafür einzusteigen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass genau diese Signale kommen. Philipp, jetzt hast du ja auch irgendwo als Kapitän bei Bayern und auch in der Nationalmannschaft irgendwo so eine größere Verantwortung gehabt, auch vielleicht, um Leute mal einzufangen. Kam es denn vor, dass du solche Gespräche dann auch mal führen musstest? Darfst du auch gerne Namen nennen. Und wie liefen diese Gespräche? Also was nimmt man sich da vor und was will man transportieren? Also das Reden hat meistens Thomas Müller übernommen. Nein, aber wo man halt, also man kennt ja seine Mitspieler. Also es ist ja oft so, dass man gemeinsam irgendwo im Hotel übernachtet. Also man kennt die in der Früh, wie sind sie gelaunt, wie gehen sie abends ins Bett, so ungefähr. Also man weiß die, man trifft die in der Früh in der Kabine und du weißt, der hat heute gut geschlafen oder der hat heute weniger geschlafen. Und so merkt man das natürlich auf dem Spielfeld auch. Ich weiß, wer vielleicht gegenüber den Schiedsrichter ein bisschen aggressiver vielleicht ist oder so. Und dann versuche ich natürlich, wenn ich in der Nähe bin als Kapitän oder so, dazwischen zu gehen und ihn wieder zurückzudrängen sozusagen. Also das ist schon das ein oder andere Mal passiert, wenn ich in der Nähe war. Wenn es auf der anderen Seite, dann ist es natürlich schwierig. Aber ich glaube, es muss halt so einen Kern der Mannschaft geben, der das auch vorlebt, vorgibt und wo sich die Mannschaft auch orientiert. Und bei uns wäre es schon so gewesen, wir wären schon eingeschritten, wenn da der ein oder andere aus dem Ruder läuft. Man kann nicht alle einfangen und das war auch zu unserer Zeit. Es gab trotzdem mal eine rote Karte, es gab trotzdem mal einen tätlichen Angriff sogar von einem Spieler gegenüber dem Mitspieler, wo man eben nicht dazwischen gehen konnte, weil so schnell konnte man nicht reagieren. Also das passiert leider, darf eigentlich nicht passieren, aber ich glaube, ein Kern der Mannschaft kann auch eine Mannschaft leiten, auch in solchen Dingen. Ganz kurz dazu, weil wir das jetzt aus der Spielerperspektive und der Kapitänsperspektive gehört haben, finde ich das super spannend. Sven, du hast eben die Sanktion auch angesprochen, die wir zum Beispiel jetzt in Bayern mit der Zeitstrafe haben. Ich finde, und das wollte ich ganz kurz noch erwähnen, was den Schiedsrichter angeht, das ist auch eine wahnsinnige Persönlichkeitsschule, wenn man selber Schiedsrichter ist.
Das heißt, man geht natürlich mit Charakteren auch so um. Philipp, du hast es gesagt, ne? Du wurdest respektiert von allen Seiten. Dann ist ein Abwinken auch einfach mal nicht so schlimm. Ja, und ich glaube, das ist als Schiedsrichter auch ganz wichtig, dass man diese Kommunikation auch besonders mit Spielern hat, die einem wichtig sind. Weil wenn ich als Schiedsrichter über den Platz laufe und sage, ihr macht jetzt das, was ich sage, das ist die falsche Motivation. Ich muss dem Spieler auch mal sagen, ich kann dich verstehen. Ich habe jetzt so entschieden, aber ich kann dich verstehen, wir müssen weitermachen. Ja, auf dem Feld können wir schwierig Meet the Ref machen und dann diskutieren, das wird ein bisschen schwierig, aber zumindest können wir ein bisschen für Verständnis sorgen und ich glaube, das ist, was die Persönlichkeit eines Schiedsrichters herausmacht und ich glaube, das merkst du dann auch auf dem Feld auch, ob das einer ist, mit dem man sprechen kann oder nicht. Also ich nehme die Schiedsrichter da auch in der Pflicht, ich finde, wir sind da auch super ausgebildet aus den Schiedsrichtergruppen vom Verband, aber das ist auch eine ganz wichtige Seite, damit nicht nur die Verantwortung bei den Kapitänen und bei den Spielern liegt, sondern auch die Schiedsrichter sind da mit ihrer eigenen Persönlichkeit drin. Jetzt hast du einen wichtigen Punkt noch angesprochen. Vielen Dank für die Überleitung. Weil natürlich, es gibt einen Grund, warum ihr das macht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass alles irgendwie schlecht ist, wenn man Schiedsrichter ist oder Schiedsrichterin. Kannst du ein bisschen was zu deiner Motivation sagen? Und Sven, du natürlich auch gerne. Also warum macht ihr den Job gern? Gut, ich würde glaube ich... nee, es ist eine einfache Antwort. Ich habe natürlich Fußball gespielt und irgendwann natürlich gemerkt, dass... bei mir war das so, nach dem Jugendbereich macht es noch wirklich weiter Sinn, Fußball zu spielen und wollte irgendwie dem Sport verbunden bleiben. Und so bin ich dann Schiedsrichter geworden. Es ist aber auch so, und das will ich ganz bewusst sagen, und ich will auch viele damit ermutigen, die vielleicht Schiedsrichter werden wollen, ich mag es gerne zu schlichten. Das heißt nicht, dass ich mag, dass es Stress gibt. Das ist jetzt nicht, worauf ich raus will, sondern ich mag gerne die Person sein, die vielleicht zwei Charaktere, wo man niemals denken würde, die kriege ich jetzt zusammen, vielleicht doch zusammenkriegt. Und das war für mich immer die Motivation, auf dem Feld zu stehen. Und über die Jahre ist da irgendwie auch ein sportlicher Ehrgeiz. Man möchte natürlich auch irgendwie versuchen aufzusteigen. Man möchte seine gute Leistung bringen. Man möchte aber natürlich ein Stück weit die Person sein, die sagt, ich kann mit Konfliktsituationen irgendwie umgehen. Das hat mich immer persönlich gereizt. Und deswegen stehe ich auch gerne auf dem Feld und treffe auch gerne Entscheidungen. Und vor allem auch im Team. Also ab einer gewissen Liga ist man im Team unterwegs. Da zählt dann auch nicht immer nur die eine Perspektive, sondern auch zwei, drei andere Perspektiven und das macht einfach unglaublich Spaß. Ja, also Schiedsrichter bin ich eigentlich geworden, weil ich Trainer war von meiner Jugendmannschaft und die Auswärtsspiele mussten wir selber pfeifen. Ich war 16 oder 15 und habe von vielen schlauen Eltern viele schlaue Kommentare bekommen und damals in der Zeitung, ja, ist schon ein bisschen her, gelesen, dass da so ein Schiri-Kurs ist, so, ja, da gehst du jetzt hin, weil dann weißt du es besser und dann kannst du da zurückantworten. So, das war dann der Grund, warum ich das gemacht habe und habe dann gelernt, das macht Spaß. Und dann ähnlich wie bei dir, als ich aus der Jugend raus in Richtung Herrenbereich gekommen bin, hat der Coach irgendwann mal zu mir gesagt, geh du besser pfeifen. Und dann war auch klar, wo meine fußballerischen Fähigkeiten liegen. Also habe ich das weitergemacht, weil es dann einfach auch Spaß gemacht hat, unterwegs zu sein, im Team unterwegs zu sein. Das ist auch immer ganz wichtig für mich gewesen, rauszufahren und zu merken, okay, du hast dort irgendwie 22 und ein paar mehr, ist ermöglicht, dass sie Fußball spielen können. Das hat dir selber Spaß gemacht und wenn du dann auch merkst, du kommst im Amateurfußball ein bisschen weiter nach oben, also ich habe es nie in die Bundesliga geschafft, sondern war dann bis zur Bayernliga und als Assistent in der Regionalliga unter Kiew, da sind auch coole Spiele dabei. Weil wenn du plötzlich Bayreuth gegen Schweinfurt vor 2.500 Zuschauern pfeifst und da rausgehst und dir sagst, ja, das war heute echt ein cooles Erlebnis, dann macht das auch mega viel Spaß. Und das hat mich, glaube ich, dann auch so weit geprägt die ganze Zeit, dass ich das extrem lang gemacht habe. Und ich glaube, ich wäre auch nie beruflich das geworden, was ich heute bin, wenn ich nicht damals Schiri gemacht hätte. Darf ich noch nachfragen? Wie ist es nach dem Spiel? Also es gibt doch sicher solche Spiele, wo du rausgehst und eben sagst, boah, das war ein super Spiel, auch für mich, es hat Spaß gemacht, alle hatten Spaß, das Spiel ist 2-2 ausgegangen oder keine Ahnung was. Und du denkst dir, cool, also du hast doch sicher auch so Glücksgefühle oder so, wo du danach sagst, ich freue mich schon wieder aufs nächste Wochenende, oder? Absolut, coole Frage. Bei mir ist es so, man hat es im Gefühl, wenn es gut ist oder nicht, man weiß es. Was für mich immer so ein bisschen ausschlaggebend ist, du hast das 2-2 als Beispiel genommen. Ich finde es eigentlich am coolsten, wenn der Verlierer kommt und sich bedankt, im Sinne von wirklich, wir fanden es gut und es hat Spaß gemacht. Wie oft kommt das vor? Also in meiner Wahrnehmung oft, aber müssen wir mal die Assistenten fragen. Ja, vielleicht ein bisschen verzerrte Wahrnehmung, wer weiß. Gell? Trotzdem, also ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig für alle, die jetzt hier sind, die vielleicht auch irgendwie zuschauen per Livestream, die Motivation, warum macht ihr das nach wie vor? Jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen das größere Bild zeichnen. Taya, mit dir nochmal sprechen, auch
Du bist Kriminologin, du beschäftigst dich mit abweichendem Verhalten nicht nur auf Fußballplätzen, sondern auch in der Gesellschaft. Es gibt so eine These, dass unsere Gesellschaft im Moment dabei ist, so ein bisschen zu verrohen, dass irgendwie Respektlosigkeiten in der Öffentlichkeit zunehmen, dass man vielleicht auch irgendwie schneller mal zuschlägt. Was sagt denn so die Kriminalitätsstatistik oder was sagst du auch als Forscherin? Ja, also ich möchte noch ganz kurz auch noch auf den Punkt eingehen, warum Schiedsrichter denn, oder was ich auch viel rückgemeldet bekomme, warum, was ist denn da eigentlich die Motivation? Und das hängt da auch so ein bisschen mit zusammen, weil die den Fußball lieben, ja, Punkt. Und die unterscheiden sich dann nicht von den Spielern, Trainern und sonst wo. Und das ist was wir unbedingt rausarbeiten müssen. Warum machen die das? Die ermöglichen den Fußball, die sind die Ermöglicher und werden aber immer hingestellt als die Spielverderber. Und das sind sie nicht, das sind die Spielermöglicher. Und da muss einfach der Respekt ein bisschen mehr her. Und da können wir jetzt auch genau die Parallele ziehen zur Gesellschaft, was wir gerade tatsächlich leider feststellen müssen. Also in der PKS, in der polizeilichen Kriminalstatistik, gibt es steigende Zahlen generell, was Gewaltvorfälle angeht und leider eben auch den Fall, dass wir feststellen müssen, es gibt zunehmend mehr Gewalt gegen Polizei, Rettungskräfte, helfende Hände, Feuerwehr, und das sehen wir dann tatsächlich als Spiegel im Fußball, dass sich das im Fußball eher gegen den Schiri richtet. Gewalt gab es auch schon immer, aber die verlagert sich doch ein bisschen mehr zu der Funktionsgruppe hin. Und das ist tatsächlich ein gesamtgesellschaftlicher Trend, der sich da ausmachen lässt. Und es ist tatsächlich auch mit ein Anliegen dieser Reihe Meet the Ref, auch auf sowas aufmerksam zu machen, ne? Also ich glaube eben, Dialog ist immer wichtig, gerade wenn es um solche Fälle geht. Und wir hoffen, dass wir dann auch vielleicht ein Stück weit für diese Thematik dann sensibilisieren können. Und nicht umsonst war der Titel der Veranstaltung ja heute Respekt und Fairplay in Fußball und Gesellschaft. Also es geht schon auch um ein gesellschaftliches Problem, über das wir hier sprechen. Jetzt möchte ich abschließend, bevor ich dann auch die Runde öffne sozusagen, also dann darf jeder gerne auch allen hier auf der Bühne Fragen stellen, Philipp, nochmal auch auf die Euro zu sprechen kommen. Du erwähnst es immer wieder, für dich hat dieses Turnier auch eine gesellschaftspolitisch wichtige Bedeutung. Was erhoffst du dir in dieser Hinsicht von der Euro? Ein größeres Gemeinschaftsgefühl, mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, also betrifft uns in Deutschland natürlich auch, aber auch in Europa. Und ich glaube, wir brauchen immer solche Gemeinschaftserlebnisse. Ich durfte 2006 das als Spieler miterleben, was es mit unserem Land getan hat, also dass wir mal wieder die Flaggen zeigen durften. Wir haben uns besser kennengelernt, die Welt hat uns aber auch anders kennengelernt. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder, dass wir zusammenkommen und eben da auch uns spüren, diskutieren, wie wollen wir eigentlich gemeinsam leben. Und es wird während der Europameisterschaft ungefähr 10 Millionen in den Fanzones sein, 2,7 Millionen in den Stadien. Also es kommen viele Menschen zu uns, es werden viele Begegnungen stattfinden, und die Chance sollten wir als Gesellschaft nutzen, uns auch wieder zu stärken und an unsere Stärken zu glauben. Und die letzten Wochen mit Demonstrationen für die Demokratie bestärken mich in dem, dass wir dass die Mehrzahl genau das will, für Vielfalt lebt und für die Demokratie. Und der Fußball kann da ein Mosaikstein sein, eben so eine Europameisterschaft, um die Menschen wieder näher zusammenzubringen. Jetzt muss ich natürlich auch noch eine Frage zum Sportlichen stellen, ist klar. Es stehen Freundschaftsspiele an. Wie wichtig, oder was traust du unserer Mannschaft zu, sagen wir es so? Also wenn das so ist wie 2006, dass die Mannschaft mit Leidenschaft und als Einheit Fußball spielt, dann geht es in Deutschland, weil wir alle große Fußballfans sind, geht es ziemlich schnell, dass die Begeisterung auf die Zuschauer überschwappt. Und dann ist es möglich, dass wir wieder als Gemeinschaft oder dass der Spieler das sieht, welche Kraft hinter dem Fußball steckt und dass die ganze Nation hinter dieser Mannschaft steht. Und dann kann sich das einfach super ergänzen, und dann haben wir in unseren Reihen tolle Fußballer mit sehr, sehr viel Qualität,
um weit zu kommen. Aber ich glaube, dass das nicht das Entscheidende ist, den Titel dann zu gewinnen. Das ist natürlich schön und ich wünsche es mir natürlich für uns. Und ich durfte immerhin 113 Mal für die Nationalmannschaft spielen. Also wenn ich kein Deutschland-Fan bin und der Nationalmannschaft, wer sonst so ungefähr? Also ich bin großer Fan, deswegen wünsche ich es mir. Aber viel wichtiger ist, dass man sieht, für wen sie auf dem Blatt stehen. Also für unsere Nation, und das ist ein Privileg, für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Und wenn man das sieht, dann ist es, glaube ich, nicht so entscheidend. Wir wünschen uns alle, aber dann ist nicht so entscheidend, ob man im Viertelfinale ausscheidet oder im Halbfinale, sondern man genießt die Zeit, wo alle wieder näher zusammenrücken. Und das wünsche ich mir einfach für die Nationalmannschaft, aber vor allem auch ja, für das ganze Turnier. Ich glaube, das unterschreiben wir alle, genau. Ich war 2006... War das den Titel oder? Dass so eine Begeisterung entsteht. Das würde mir auch vollkommen reichen. Ich war hier auf der Leopoldstraße damals 2006 gefühlt jeden Tag, weil irgendwas los war. Und natürlich erhoffe ich mir das auch dieses Mal wieder. Vielleicht bin ich dann nicht mehr so ganz im Getümmel drin, weil ich dann doch andere Verpflichtungen habe mittlerweile als damals. Aber ja, wir hoffen das alle. Ich möchte jetzt an der Stelle gerne dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Tabea, genau, du kommst schon, um das Mikro dann entsprechend auch rumzureichen. Vielleicht schaffen wir es auch so ein bisschen im Rahmen zu bleiben und auch über den Amateurfußball weiter zu sprechen und auch die Themen Respekt und Fair Play im Fußball. Aber ansonsten, ja, alle Fragen sind willkommen. Hallo, vielen Dank. Dann mache ich mal den Anfang. Ganz interessant, ich habe heute im Publikum nur eine Person erkannt, den Schiedsrichter, der am Wochenende unseren U17-Trainer mit einer roten Karte vom Platz gestellt hat. Wir sprechen daher gerne noch miteinander. Und nein, außerdem komme ich aus dem Ort, in dem der Bürgermeister gerade zurückgetreten ist, weil er gerade diesen Respekt vermisst und die verbale Verrohung auch anmerkt. Und ich glaube, für mich auch als Jugendtrainer ist gar nicht mal die Gewalt so ein großes Thema, weil die habe ich auch in 20 Jahren Dorffußball, die ich selbst gespielt habe, nie so erlebt. Aber dieser extrem respektlose Umgang und was mich umtreibt, wenn ich junge Schiedsrichter auf dem Platz sehe, die ihre Freizeit verbringen, Samstagmorgen, Sonntagsmorgen, Jugendspiele pfeifen und dann die Trainer so übergriffig werden, auch verbal. Gibt es da Maßnahmen dagegen? Weil das vermisse ich manchmal, weil normalerweise müsste hinterher jemand in der Kabine auftauchen und sagen, lieber Trainer, das geht so nicht. Und da hat der Fußball ja auch eine wichtige Vorbildfunktion. Und ich will den Fußball jetzt gar nicht überlasten. Sie haben natürlich eine enorme Hebelfunktion, aber der Fußball ist ja nicht für alles verantwortlich. Aber das ist so eine Stellschraube, da könnte man vielleicht eingreifen. Ja, absolut. Was wir bei uns im Bayerischen Fußballverband machen in der Trainerausbildung, obwohl es die DFB-Ordnung nicht vorsieht, jeder, der den offiziellen Trainerschein macht, der muss auch durch einen Schiedsrichterkurs und der muss auch Spiele pfeifen. Das heißt, jeder, der seit einigen Jahren in Bayern den Trainerschein macht, der war mal auf dem Platz gestanden und war in dieser Rolle. Weil dieser Perspektivwechsel für uns eine ganz entscheidende Wahrnehmung oder ganz entscheidende Maßnahme in dem Moment ist, weil das wirklich vielen nochmal so ein bisschen die Augen öffnet. Das hat man sich dann gar nicht so vorgestellt. Das ist auch, was viele in den ersten Wochen, wenn sie Schiedsrichter sind, merken, die haben die theoretische Ausbildung, aber auf dem Platz zu stehen, Entscheidungen zu treffen, ist plötzlich was ganz anderes. Und diesen Praxisschock, wie wir das nennen, da verlieren wir auch viel, weil sie diese Vorstellung gar nicht hatten. Deswegen zurück zum Trainer. Es ist Teil der Trainerausbildung, diesen Perspektivwechsel zu machen. Wir versuchen auch in die Trainerausbildungen dann danach zu den Trainergemeinschaften zu kommen, um da immer mal wieder auch Referate und Austauschformate zu machen. Aber ja, wir müssten da vermutlich noch ein bisschen mehr reingehen. Hatte auch mit dem Vorsitzenden der Bayerischen Trainergemeinschaft vor ein paar Wochen gesprochen. Der hat mir vorgeschlagen, führ doch ein Punktesystem ein für die Trainer wie beim Führerschein. Du sammelst Punkte wegen Vergehen und wenn du mal zu viel hast, dann wirst du automatisch gesperrt und wenn es irgendwie zu viel ist, dann wird dir der Schein entzogen. Könnte ein Weg sein, um dann auch solche Dinge langfristig irgendwie zu sanktionieren. Aber es gibt die Maßnahmen, eine Kernmaßnahme ist die in der Ausbildung. Ist da noch eine Frage? Sonst würde ich kurz eine Nachfrage stellen. Also Philipp, du hattest vorhin auch die Eltern angesprochen. Was machen wir mit den Eltern? Also die sind leider doch auch immer wieder, ich bin selber auch Trainer einer U8 bei mir draußen in Trudering. Die Eltern sind immer wieder ein Problem, ein Thema. Ich glaube, der BFV hat da auch schon was angefangen. Aber ja, ich würde auch euch gerne da hinzuholen.
Also grundsätzlich sind die Eltern natürlich enorm wichtig, ohne die geht's nicht. Ja, und dann ist aber manchmal der Grat so ein bisschen schmal, wenn man dann auch das eigene Kind schützt. Und ich glaube, das Wichtige ist, viele meinen das vielleicht auch gar nicht so böse und sind sich nicht drüber im Klaren, was sie da eigentlich machen und was es eigentlich, wie absurd es ist, ein anderes Kind aufzufordern, ein anderes umzugrätschen und umzunieten. Aber die merken das gar nicht und man bräuchte viel häufiger, dass denen rückgespiegelt wird, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich bin vorher zusammengezogen, ich weiß, was die Realität auf den Plätzen ist, aber wenn du sagst, ein Arschloch höre ich nicht, also wohin sind wir denn da gekommen? Ja, wenn das schon wirklich so normal ist. Und das heißt, auch mit den Trainern und das, was du angesprochen hast, wir bräuchten mehr Konsequenz in der Rückmeldung, dass das eben nicht in Ordnung ist und dass man sich überlegen sollte, wie man denn miteinander umgehen möchte. Und weil das ist auch schön und gut in der Trainerausbildung, aber wir wissen auch, es haben nicht längst alle eine Trainerausbildung und an die müssen wir auch rankommen. Und ja, den genauen Schlüssel hat noch niemand gefunden, aber wir müssen da dringend drüber reden, dass es so eben keine schöne Situation ist. Also ich glaube, es fehlt auch vielleicht an Zivilcourage. Das hört sich immer so hoch an, aber wenn ich ein Elternteil von der Mannschaft von meinem Sohn Arschloch schreien höre zum Schiedsrichter, dann bin ich aber ganz schnell bei dem. Also ich glaube, wir sind alle aufgefordert, auch beim Trainer, finde ich. Also, dass dann die Eltern halt auch mal zum Trainer sagen, Entschuldigung, in dem Ton kann man nicht mit dem Schiedsrichter sprechen, nicht mit einem gegnerischen Trainer oder was auch immer. Also der Respekt allen gegenüber und dessen mir immer bewusst zu machen und zu sagen, das erwarte ich einfach von meinem Gegenüber, aber auch wenn es ein Elternteil von der Mannschaft meines Sohnes ist, erwarte ich das genauso. Und ich, also Zivilcourage hört sich immer so hoch an und bei Gewalt oder Rassismus oder so, aber das, für mich gilt es auch fürs in Anführungsstrichen kleine Beleidigen sozusagen. Arschloch ist nicht kleine Beleidigung, aber jeder weiß, was ich meine. Das wollte ich vorhin noch mit dem Beispiel von Achim Watzke unterstreichen bei dem Bochum-Dortmund-Spiel, weil das genau diese Aktionen im Kleinen sind, wenn Leute da sagen, hey, das geht so nicht, dass dann Menschen auch drüber nachdenken und es sich selbst anfangen zu reflektieren, weil wenn keiner was sagt, dann denkt man, das ist normal. Wir haben hier oben eine Frage. Tim, darf ich? Hallo, guten Abend. Matthias Richter, mein Name. Ich wollte mal ganz kurz nochmal den Aspekt Respekt nochmal vertiefen, unseren gesellschaftlichen, politischen Thema. Respekt gegenüber dem Schiedsrichter auch. Ist da ein Respektunterschied schon da? Das ist vielleicht eine Gewissensfrage an Philipp Lahm, wenn ich weiß, dass im Hintergrund ein Schiedsrichter eigentlich nur ein Butterbrotgeld verdient von dem, was mein gutes Salär beim FC Bayern ist. Oder braucht auch ein Schiedsrichter, das wäre die zweite Frage, mehr Sanktionspotenzial, mir das Vergnügen, Spiel zu nehmen oder die Prämie nicht verdienen zu können, weil er ein Spiel abbricht. Was hat ein Schiedsrichter noch an Sanktionspotenzial? Da kennt ihr euch besser aus wahrscheinlich. Also Sanktionspotenzial hat der Schiedsrichter bis hin zum Spielabbruch. Der Spielabbruch sollte aber immer auch die letzte Instanz sein und eigentlich nur dann kommen, wenn es wirklich nicht mehr geht. Das haben wir ja auch gesehen, wie die Tennisbälle geflogen sind, dass man da auch alles möglich versucht hat, um das Spiel fortzuführen. Weil so viele Menschen im Stadion sind und die den Fußball eigentlich leben wollen und erleben wollen, sollte der Spielabbruch immer das letzte Sanktionsmittel sein. Was unser Problem manchmal ist im Schiri-Bereich, wir nutzen die Sanktionsmöglichkeiten, die wir haben, nicht immer so wirklich aus. Also da ist der Trainer jetzt am Wochenende mit Rot geflogen. Ich sehe häufig Spiele, wo ich mir denke, er schickt den doch. Das Verhalten, das kannst du so nicht mehr tolerieren. Gib ihm gelb oder gib ihm dann den nächsten Schritt rot, dass er merkt, dass es so nicht geht. Häufig setzen wir das gar nicht um, was wir eigentlich könnten. Und das ist so ein bisschen auch unser Problem, dass wir uns dann manchmal gar nicht trauen, gewisse Dinge auch durchzusetzen. Und ich würde sagen, der finanzielle Aspekt spielt, würde ich sagen, überhaupt keine Rolle. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann nur für mich reden als Spieler, das hat also überhaupt keine Rolle gespielt. Ich war mir immer bewusst, wie wichtig der Schiedsrichter für das Spiel ist. Und also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der finanzielle Aspekt in der Bundesliga so da eine Rolle spielt. Im Amateurfußball verdient meistens der Schiedsrichter mehr als die Spieler wahrscheinlich. Also in der Jugend ja. In der Jugend ja, das ist richtig. Wie bitte?
ich meine, die Spesen wurden ja auch angehoben zum letzten Jahr, das muss man ja auch fairerhalber sagen. Man kann immer darüber streiten, ist es genug, ist es ausreichend, aber es wurde angehoben, es wurde auch zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren deutlich angehoben, sorry. Genau, also aber ich kann auch für die Amateurschiedsrichter sprechen, der finanzielle Aspekt steht nicht im Vordergrund der Schiedsrichter. Bei einem Neuling, der vielleicht 14, 15, 16 ist, der sagt, okay, hey, ich verdiene mir jetzt etwas als Taschengeld dazu, ich finde das cool. Das begrüßen wir ja auch, weil wir auch solche Schiedsrichter gewinnen können, die dann vielleicht aus anderen Motiven weitermachen. Aber auch hier, wenn ich ein Spiel pfeife, ist das für mich ein Tagesausflug, mein ganzer Tag ist weg. Und da sage ich auch ganz ehrlich, ob das jetzt 60 oder 100 Euro sind, sind für mich eigentlich gleich. Da war noch eine Frage. Ja, ich habe mich so ein bisschen hinterm Busch versteckt. Ja, wir haben vorher das Thema Perspektivwechsel ja angesprochen. Das ist ja was, was überhaupt, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Begriff ist. Also nicht nur im Fußball, sondern das wäre auch, ist ja auch in der Gesellschaft so, dass wir einfach, wenn jemand was anstellt, dann stellen wir mal auf die andere Seite, um das zu erleben, wie es war. Wäre das nicht irgendwie ein Thema, vielleicht, ich sage mal, Trainer oder Spieler, die Verfehlungen haben, einfach mal den Perspektivwechsel aufzuzwingen und selber mal ein paar Jugendspiele zu pfeifen oder sowas, dass die einfach mal sehen, wie ist denn das überhaupt, also wie ist das, wenn jeder einen blöd anmacht. Ich selber habe auch mal so ein Erlebnis gehabt, ich habe mir ein Aha-Spiel gepfiffen bis zur 70. Minute, glaube ich, bis ich dann von der eigenen Mannschaft so beschimpft wurde, dass ich einfach gesagt habe, jetzt gehe ich. Und das war es dann auch. Das war meine Schiedsrichterkarriere. Und ich sage mal, der Perspektivwechsel wird vielen gut tun. Die Frage ist halt immer, ist es gut, wenn man einen Schiedsrichter oder das Dasein als Schiedsrichter als Strafe ausspricht? Das ist natürlich schon auch irgendwie schwierig. Aber grundsätzlich fände ich die Idee gar nicht schlecht, also wenn man das ein bisschen propagieren würde. Also als der Perspektivwechsel an sich ist gut und wichtig und richtig. Ich finde es schwierig, einen Trainer oder einen Spieler oder eine Spielerin oder eine Trainerin damit zu bestrafen, dass sie jetzt die Rolle Schiedsrichter machen muss. Erstens ist es eine Strafe, Schiedsrichter zu sein. Das sollte keine Strafe sein. Und zweitens, wie fühle ich mich als die beiden Mannschaften, die jetzt von einem Trainer, Trainerin, Spieler, Spielerin bei ihrem Spiel gepfiffen werden, der das zur Strafe machen muss. Also diese Wirkung auf alle anderen dann, die ist extrem problematisch. Und deswegen müssen wir den Perspektivwechsel anders organisieren und aus meiner Sicht nicht als Strafe an dem Moment. Ich würde vielleicht ergänzen, vereinzelt gibt es das auch in manchen Landesverbänden, die haben das schon als Auflage, dass man dann einen Schiri-Kurs belegen muss. Da gab es dann stellenweise aber auch von den aus dem Schiri-Kreisen die Gegenwehr, dass sie gesagt haben, jetzt werden wir angegriffen, es schickt uns auch noch die größten Deppen. So. Und es gab sogar, ich glaube in Schleswig-Holstein ist so, da widerspricht sogar die Rechts- und Verfahrensordnung dem, die nämlich sagen, es darf niemand Schiedsrichter werden, der schon mal negativ aufgefallen ist. Also es ist gar nicht so einfach. Grundsätzlich ist es natürlich eine gute Idee, ist die Frage, wie kann man das umsetzen. Auf der anderen Seite, wenn man es auf freiwilliger Basis macht, dann bekommt man vielleicht eher die, bei denen jetzt das Problem auch nicht ganz so groß ist. Aber trotz allem müssen wir da hinkommen und es vor Augen führen und vielleicht, selbst wenn man dann noch nicht pfeift, aber sich tatsächlich einfach miteinander unterhält. Und wir haben das bei den bisherigen Veranstaltungen, die in so einem Format waren, schon gesehen, dass den Spielern überhaupt nicht klar war, wie viele Entscheidungen ein Schiri überhaupt treffen muss. Als Beispiel. Ja? Und wenn man das überhaupt mal denen vor Augen führt und denen erklärt, das sind bis zu 200 Entscheidungen und ja, dann lass doch eine falsche dabei sein, aber wenn er 199 mal richtig entscheidet, das nimmt er nicht zur Kenntnis. Und da einfach so ein Bewusstsein zu schaffen, wie schwierig die Aufgabe ist, weil wenn man dann nämlich fragt, ja, wärt ihr denn bereit, das zu machen? Nö, das tue ich mir nicht an. Und dann zu sagen, okay, dann sei aber auch so konsequent und halt bitte die Klappe. Ja, danke. Ich wollte mich nochmal bedanken für diese wunderbare Initiative, weil ich glaube, dass in Zeiten, in der die Demokratie in Gefahr ist, sozusagen auch solche Initiativen wahnsinnig wichtig sind, dass wir sozusagen im Sport, in den Vereinen auch Demokratie, demokratische Prinzipien auch einüben von Kindesbeinen an. Und insofern finde ich das wunderbar, dass ihr alle da seid und dass auch Philipp Lahn mit seiner Vorbildfunktion da wirkmächtig wird und Selbstwirksamkeit, Zivilcourage und solche Themen, wie gerade auch angesprochen, vorlebt und einfordert auch. Zwei Aspekte, ich fände es spannend von der Runde zu hören, aus den verschiedenen Perspektiven, was sie
einerseits von Politik, aber auch von Verbandsseite noch zusätzlich an Erwartungshaltung hätten, um noch wirksamer für demokratische Prinzipien im sportlichen Alltag in den Vereinen auch eintreten zu können. Und zweitens, ich würde wahnsinnig interessieren, was Philipp Lahn nach der EM macht. Schiedsrichter. Aber es reicht nicht. Also ich würde jetzt mal darauf antworten, bin zwar nur Moderator, aber würde jetzt mal darauf antworten, was man von der Politik erwartet. Also tatsächlich einfach mehr Fokus. Mehr Fokus kann bedeuten, dass natürlich auch für den Sport entsprechend mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, aber natürlich auch darüber hinaus. Ne? Also die Bedeutung des Sports in Deutschland, speziell natürlich auch des Fußballs in Deutschland, die wird aus meiner Sicht nicht immer, der wird nicht immer gerecht. Ja? Und ich glaube, da kann man noch viel tun. Ich habe neulich wieder gehört von jemandem aus Berlin, Gerd Thomas, vielleicht kennt ihn jemand, der gesagt hat, er wünscht sich, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass größere Vereine, also da sprechen wir dann von 600, 700 Mitgliedern oder sowas, oder noch größer, dass die einen Sozialarbeiter bekommen, ja? Weil die, du hast es gerade angesprochen, Fußballvereine sind auch Bildungsorte. Ja? Also da werden Werte vermittelt, da kommen alle zusammen. Und vielleicht braucht es da ein ehrenamtlicher Trainer Unterstützung von jemandem, der es vielleicht nochmal mit einer gewissen Anleitung macht. Also da, glaube ich, gibt es viele Fördermöglichkeiten und ich würde mir wünschen, dass es dann auch seitens der Politik entsprechend noch mehr Aufmerksamkeit dafür gibt. Also ich kann gerne ergänzen, einer unserer ehemaligen Bundespräsidenten, ich habe es vergessen, wer hat mal gesagt, ohne Ehrenamt ist die Demokratie nichts. Das heißt, was ich mir wünschen würde, ist dieses Ehrenamt, was in den Vereinen, in den allen anderen ehrenamtlichen Institutionen passiert, zu würdigen und zu fördern und eben nicht mit Maßnahmen, die wir ja letztes Jahr sehr intensiv diskutiert haben, dass Ehrenamtspauschalen gekürzt werden etc., eigentlich eher noch Steine in den Weg gelegt werden. Also dieses Verständnis und dann auch ein Maßnahmenkatalog, der das Ehrenamt stärkt, weil das Ehrenamt in den Vereinen ja genau die Institutionen sind, die dann auch Demokratie und Respekt und gesellschaftlichen Umgang tatsächlich eben unterstützt. Und da würde ich mir einfach mehr positive Förderung als wir nehmen es zur Kenntnis oder fahren es sogar vielleicht zurückwünschen. Dann beantworte ich jetzt die zweite Frage. Die oder macht es jemand von euch auch? Also, nee, erstmal, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf die Euro. Wir haben den Zuschlag bekommen im September 2018, seitdem bin ich an Bord. Ich habe so viele andere Sachen, also mit der Stiftung, ich bin Unternehmer, ich habe tolle Projekte in meiner Stiftung, wie Meet the Ref zum Beispiel. Also mir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich liebe den Fußball, ich liebe den Sport, ich liebe die Wirkung, die er auch hat und würde alles unterschreiben, was meine zwei Vorredner gerade eben gesagt haben, das Ehrenamt zu stärken. Ich kenne das, die Vertreter von Gern sitzen hier. Meine Mutter war 30 oder knapp 30 Jahre Jugendleiterin, ist im Vorstand ehrenamtlich. Also das Ehrenamt zu stärken, sie zu unterstützen, ob das mit Hilfe sozusagen persönlicher Hilfe ist oder mit finanziellen Mitteln, da kann man sicher drüber diskutieren, aber das Ehrenamt zu stärken, weil ohne dem Ehrenamt nicht nur der Fußball nicht funktionieren würde, sondern unsere ganze Gesellschaft nicht funktionieren würde. Super, danke. Ich habe nur über die Politik gesprochen. Habt ihr auch Erwartungen an die Verbände? Also sprich DFB oder auch den Bayerischen Verband? Das fände ich eine spannende Perspektive. Darf ich mir jetzt selber was ins Stammheft schreiben? Also ich würde gerne die anderen antworten lassen. Bitte. Ich fange mal an. Ich bin sowohl beim Württembergischen Fußballverband als auch beim DFB in verschiedenen Gremien und mach Vorschläge. Es gibt sehr viel zu tun, es gibt auch eine große Bereitschaft. Die möchte ich den Verbänden gar nicht absprechen. Wir stehen vor der großen Herausforderung des föderalen Systems. Tut uns da keinen Gefallen, dass wir 21 verschiedene Landesverbände unter einen Hut bringen müssen mit verschiedenen Rechts- und Verfahrensordnungen. Und wir haben es lange nicht mal geschafft, eine Definition zu finden, über was sprechen wir denn jetzt eigentlich bei Gewalt. Und der Fußball ist da zwar schon auf einem guten Weg, aber wir sind zwischendurch auch wieder ausgebremst worden durch
die Corona-Pandemie, weil der Fokus da ganz klar war auf wir Spielbetrieb. Kann man ja auch nachvollziehen. Ja? Das war das Wesentliche. Wir müssen jetzt irgendwie den Spielbetrieb durchführen. Aber in der Zeit wurde auf andere wichtige Sachen eben kein so ein großer Wert gelegt, was vielleicht notwendig gewesen wäre. Fairplay-Aktionen, Schulungen, Fairplay-Tage, das ist in den letzten Jahren tatsächlich zu kurz gekommen. Und das müssen wir jetzt auch erstmal alles wieder aufholen, ein bisschen. Und deshalb gibt es durchaus einiges zu tun. Ja, ich sehe das immer so, wir sind alle gefragt und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, deswegen die Initiative auch Meet the Ref über Treff.Fußball. Wir haben vorher gesagt, die Spieler sind auch alle gefordert. Also die Kinder, mein Sohn sitzt vorm Fernseher und schaut sich Fußball an. Also wenn die Spieler mit dem Schiedsrichter respektvoll umgehen, das registriert mein Sohn. Also somit sage ich, wir sind alle gefordert, alle da auch wieder durch die Herausforderungen, die wir auf der ganzen Welt haben, durch die Pandemie, die hinter uns eigentlich liegt, wo wir uns nicht sehen konnten, uns nicht treffen konnten, nicht auf den Fußballplatz gehen durften, uns nicht austoben konnten. Vielleicht alle wieder so ein bisschen an unsere Stärke, was sind wir eigentlich, was ist die Demokratie für uns, da würde ich mich wünschen, das würde ich mir wünschen, aber ich finde immer, da sind wir immer alle gefragt. Also, und jeder kann einen Tick mehr tun, ob es die Verbände sind, ob es jeder persönlich ist, ob es die Bundesliga-Vereine sind. Also ich finde, alle können wir einfach mehr tun. Die Politik, alle können wir immer mehr tun. Aber einfach auch zu sehen, was wir hier haben und dass ja, jeder ein bisschen wieder runterkommt, das würde ich mir wünschen. Danke. Ich würde noch vielleicht einen Punkt ergänzen, wenn ich darf, zu der Frage. Ich glaube, Vereinsleben ist einfach ganz entscheidend, was ich auch bei vielen jungen Leuten mitbekomme. Ich habe mir auch jahrelang überlegt, es gibt in Bayern zum Beispiel den Schiedsrichterobmann in den Vereinen, was kann der vielleicht übernehmen? Aber man muss auch ehrlich sagen, viele Vereine sind auch am Limit. Die können nicht am Spieltag irgendwie noch 2, 3 weitere Leute für den Schiedsrichter bereitstellen. Das ist vielleicht auch ein bisschen vermessen auch, sondern die sind froh, dass der Spielberichtsbogen ausgefüllt ist, dass er freigegeben ist und man dann spielen kann. Deswegen, ich glaube, was ich wichtig finde und vor allem im Jugendbereich, dass es Vereinsleben gibt, dass da auch wirklich was Soziales stattfindet und das dann hoffentlich bis in den Herrenbereich weitergeht. Ich muss an der Stelle schon einen kritischen Ton für den Herrenbereich ein bisschen im gehobenen Amateurfußball sagen. Es gibt viele Vereine, und das kann man jetzt werten, wie man will, wenn man dieses Soziale wirklich in den Vordergrund rückt, es gibt viele Vereine im Herrenbereich, die spielen und gehen dann nach Hause. Und das ist deren Entscheidung, das dürfen sie tun. Wenn man von Kind an schon im Jugendbereich weiß, was Vereinsleben bedeutet und das auch mit den Eltern gelebt werden kann, dann sieht man wirklich auch bis in den Herrenbereich und den Erwachsenenbereich rein, dass das auch seine Früchte trägt und entsprechend da auch nicht nur die Kapitäne dann in den Vordergrund rücken, sondern auch wirklich viele Leute aus seiner Mannschaft. Vielleicht jetzt noch ganz kurz, jetzt haben drei außerhalb des Verbands gesprochen, jetzt spricht noch ein Verbandsvertreter. Ich glaube, das, was Philipp gerade gesagt hat, ist auch ein ganz wichtiger Punkt erstmal. Der Verband allein kann keine Probleme lösen. Der Verband kann Rahmenbedingungen definieren, der kann Maßnahmen auf den Weg bringen, aber die müssen dann durch den Fußball von allen gelebt und umgesetzt werden. Klar, das ist auch unsere Aufgabe mit den Verbänden, über Rahmenbedingungen nachzudenken, über Themen nachzudenken, die wir auf den Weg bringen können. Und da stelle ich fest, dass, wenn ich jetzt über den Bayerischen Fußballverband spreche, den ich jetzt auch seit 30 Jahren kenne, wir haben uns da, glaube ich, komplett neu erfunden in den 30 Jahren, wenn ich 30 Jahre zurückdenke, und haben, glaube ich, auch gesehen, wie man verschiedene Themen anpacken muss. Manchmal wünsche ich mir auch, dass es vielleicht schneller geht, dass es manchmal ein bisschen agiler ist, aber gerade auch, dass wir jetzt im letzten Verbandstag eigentlich die Führungsmannschaft auch fast komplett erneuert haben im Verband. Das sind viele junge Akteure am Werk, männlich, weiblich etc. Und da sind viele Ideen da, die muss man entwickeln, die muss man umsetzen, die müssen dann in die Fläche kommen und da passiert schon viel. Aber allein als Verband wird man die Probleme nicht lösen, sondern das kann nur der Fußball als Ganzes. Ja, guten Abend, mein Name ist Gerd Mauersberger. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema gegenseitiger Respekt zurückkommen. Ich muss vorausschicken, als Schiedsrichter bin ich ein sehr spätberufener oder als Fußballschiedsrichter. Ich war zuvor in meiner Schulzeit und als Student Basketballschiedsrichter. Das heißt, als ich dann zum Fußball gekommen bin, war das ein Kulturschock, was da also den Rest gegenseitigen Respekt anbelangt. Aber es ist alles gut. Wo wir dran arbeiten sollten, ist einfach der gegenseitige Respekt zwischen Profis und Schiedsrichtern. Ich habe hier gerne ein Beispiel, das ich immer nutze. Nach einem Spiel in Freiburg
hat damals Mario Gomez sich vor die versammelte Journalie gestellt und meinte so süffisant, naja, also der Schiedsrichter heute, er ist ja so schon einer der Besseren, die wir haben, aber was der sich heute gedacht hat, bla 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 bla. Ich habe noch nie erlebt, dass ich einen Schiedsrichter nach dem Spiel vor die versammelte Journalie gestellt hätte und gesagt hätte, ach Leute, habt ihr heute Mario gesehen? Dreimal steht er vor dem leeren Tor und dreimal trifft er die Kiste nicht. Das zeigt einfach, wie weit wir da im gegenseitigen Respekt auseinanderliegen. Und ich habe beim DFB mal angefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, Interviews mit den am Spiel Beteiligten, also Spieler, Trainer etc., erst nach 20 Minuten etwa nach Spielende zuzulassen. Und darauf kam die Antwort, das geht nicht, denn genau für diese emotionalen Interviews zahlen uns die Fernsehanstalten die richtige Kohle. Irgendwo, sage ich, auf dem Rücken der Schiedsrichter. Also ich finde den Vergleich mit anderen Sportarten in dem Zusammenhang übrigens auch immer sehr interessant. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch gehabt, dass tatsächlich in anderen Sportarten, Basketball jetzt meinetwegen, aber auch Handball, ja, Respektlosigkeiten, Gewalt vielleicht nicht ganz so oft vorkommen, aber vielleicht auch da nochmal an dich die Frage, Taya. Ist es tatsächlich so oder haben wir da auch gewisse Vorurteile und stimmt es gar nicht? Also es ist ein bisschen schwierig und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil Fußball ist ein besonderer Sport, Fußball ist ein besonders toller Sport, ein besonders spannender Sport, der lebt ja davon, dass jetzt gerade wirklich jede einzelne Sekunde, jeder Moment über das Spiel entscheiden kann. Und deshalb ist es so wichtig und dann wird es auch nochmal emotionaler. Und ja, wir haben vor allem gegenüber dem Schiedsrichter in anderen Sportarten herrscht da offenkundig mehr Respekt. Und das hat sich schleichend so hin entwickelt und dass es eben auch als normal gesehen wird, dass man danach auf einen Schiri schimpfen darf. Und trotzdem ist es längst nicht so, dass in allen anderen Sportarten Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Ja, da ist es nur so, vielleicht interessiert es auch niemanden. Ich möchte jetzt keiner Sportart zu nahe treten, wenn es gibt auch eine Statistik, dass zum Beispiel was Bedrohungen betrifft, sind vorne nicht der Fußball, sondern Rudern und Jiu-Jitsu. Das weiß nur niemand, weil sich niemand dafür interessiert. Also bei Tätigkeiten und Beleidigungen sind die Fußballschiris mit Abstand vorne, aber das ist eben so ein Randaspekt, dass wir natürlich auch immer auf dem Fußball schauen, weil wir diesen Fokus so stark darauf haben. Deshalb fallen uns die Schattenseiten auch noch mal mehr auf und vielleicht, weil wir auch nicht wollen, dass dieser schöne Sport kaputt gemacht wird. Und trotzdem würde ich das auch vollkommen unterschreiben, wir sehen in der Bundesliga, dass die Spieler schreiend mit solchen Gesichtern auf die Schiris zurennen. Und da wäre ich auch an dem Punkt, wo ich mir denke, gelb, rot, lasst euch das doch bitte nicht gefallen. Und es hat sich leider tatsächlich so hinentwickelt, dass das als normal gesehen wird. Ja. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu den anderen Sportarten, was du gerade gemeint hast mit der Fußball, da zählt das eine Tor. Das heißt, eine Schiri-Entscheidung kann entscheidend sein. Im Basketball, der eine Korb ist nicht spielentscheidend, wo vielleicht der Fehler vom Schiri davor war. Deswegen wird das einfach auch eher hingenommen, weil man wesentlich mehr Momente nochmal hat, darauf zu reagieren. Aber wenn der Strafstoß halt falsch war, dann ist es halt emotional einfach bewegend. Ja, vielleicht noch ja, weil du die Frage gestellt hast, oder den Kommentar. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem auch als Schiedsrichter, und wenn ich jetzt ein Fußballspiel hätte, was komplett ruhig wäre, also wirklich, wo keine Emotionen drin wären, um das so ein bisschen überspitzt darzustellen, das ist kein schönes Fußballspiel für mich als Schiedsrichter. Nicht, weil ich Emotionen erzwingen möchte, sondern weil ich finde, der Sport von seinen Emotionen auch lebt. Vor allem aus der Perspektive des Spielers. Und ich glaube, und das ist jetzt so ein bisschen, was den gesellschaftlichen, demokratietheoretischen Teil auch angeht, es ist okay, anderer Meinung zu sein. Und ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Wenn ich einen Strafstoß in der 90. gebe und der für viele umstritten ist, dann ist es okay, dass die erstmal sauer sind. Aber ich erwarte von den Leuten, dass sie ihr Sauersein in einem gewissen Rahmen halten. Sie müssen mit meiner Leistung dann auch nicht zufrieden sein, wenn sie sagen, es ist absolut in Ordnung. Aber dann darf es halt nicht passieren, dass es zu verbalen oder was auch darüber hinaus passiert. Dann muss man das einfach im Endeffekt für sich beurteilen können. Und deswegen finde ich es wichtig, vor allem auch als Schiedsrichter nach dem Spiel über gewisse Szenen zu sprechen. Wir haben im Amateurfußball auch die Möglichkeit, in viele Spiele uns auch tatsächlich anzuschauen. Die werden im Livestream übertragen. Und da ist mir auch mal passiert, dass ich nach dem Spiel, ich habe mir das angeschaut, gesagt, okay, ja, stimmt, jetzt im Nachhinein würde ich es nicht so entscheiden.
Ist natürlich im Profifußball anders, wo die Schiedsrichter direkt die super Zeitlupen haben vielleicht und nach dem Spiel schneller darauf reagieren können. Aber was ich damit sagen will, dass die Spieler, Trainer, Zuschauer von jetzt auf gleich immer komplett ruhig sein müssen, ich glaube, das bringt das nicht, weil der Schiedsrichter auch eine Emotion mit sich bringt und entsprechend die anderen Akteuren auch. Man muss einfach erwarten, dass es irgendwo im Rahmen bleibt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die man sich stellt. Und das ist ja auch die Schwierigkeit der Herausforderung. Wenn man jetzt sagen würde, ihr dürft alle mit dem Schiedsrichter nicht sprechen. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist natürlich die Frage, was das IFAB macht und wie das kommt. Wenn es jetzt wirklich kommt, dass nur noch der Kapitän in gewissen Situationen sprechen darf, das kann man jetzt vielleicht gut empfinden als Schiedsrichter, aber es wäre schon irgendwie komisch. Ja, weil ich dem Schiedsrichter so ein bisschen, dem Spieler so ein bisschen die Emotion raube. Und ich muss ganz ehrlich zugestehen, ein bisschen Emotion ist auch absolut in Ordnung, solange es den Rahmen nicht überstemmt. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende, was auch so ein bisschen in diesen Demokratiebereich reingeht. Was kann ich mir erlauben, was kann ich mir nicht erlauben? Vielleicht nochmal, Taya, an der Stelle kannst du nochmal einordnen, ISEF und so, ne? Also was ist es und was gibt es da gerade für Überlegungen, auch die Geschichte, dass der Kapitän sozusagen nur noch zum Schiedsrichter gehen soll? Ja, also das IFAB nennen sich selber die Regelhüter des Fußballs, das ist jetzt ausgegliedert von der FIFA, die sich eben um das Regelwerk kümmern, und die haben sich jetzt im letzten Jahr tatsächlich auf die Fahne geschrieben, sich mal intensiver dem Spielerverhalten zu widmen und sich da zu überlegen, was gibt es denn da für Maßnahmen, um das eben runterzukochen, weil das eben schon auch auf dieser Ebene inzwischen als Problem anerkannt wurde. Und ja, viele werden es mitbekommen haben, die Diskussion um die blaue Karte, was Wahnsinn war, was da medial abgegangen ist, dafür, dass die Verkündung, dass es darüber nachgedacht wird, dass eine Zeitstrafe auch im Profibereich geben soll, schon im November kommuniziert wurde. Das war da schon bekannt, dass das IFAB darüber diskutiert, und dann wurde jetzt eben darüber nachgedacht, wird es mit einer blauen Karte symbolisiert, was dazu geführt hat, dass viele wirklich vom Untergang des Fußballabendlands fast schon gesprochen haben, oh Gott, ihr macht damit den Sport kaputt und das kann doch nicht sein. Ich verstehe das auch, und man ist ja mit diesen, man wächst damit auf, es gibt Gelb und Rot, aber das gibt es auch noch gar nicht so lange. Was sind das, 30, 40 Jahre? Und wir sehen ja auch, in Bayern gibt es die Zeitstrafe, in England gibt es die Zeitstrafe, im Saarland, in Hessen, da wird immer noch guter Fußball gespielt. Das ist so, da haben sachliche Argumente nicht gezählt, und das war extrem schade. Man hat sich nur darauf fokussiert, oh Gott, eine blaue Karte, wie schlimm. Vor allem, wenn man sich überlegt, für was die blaue Karte vorgesehen ist, da ging es insbesondere um Respektlosigkeiten gegenüber dem Schiedsrichter. Und da muss ich ganz klar sagen, benehmt euch, dann wird diese blaue Karte nicht gezogen. Also muss man sich einfach mal ein bisschen überlegen. Genau, ansonsten, worüber noch diskutiert wird, ist tatsächlich Abstand halten in bestimmten Situationen. Und es geht wirklich nur darum, wenn man merkt, und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie das sonst bei, man hört von Schiedsrichtern immer, 2 kann ich handeln, 3 auch noch, 4, 5 und du hast einen im Rücken stehen, du kannst nicht mehr in Ruhe entscheiden. Und nur um diese Situation geht es, dass du dann als Schiri sagen kannst, okay, ich schicke dich jetzt weg, ich spreche jetzt mit den Schiedsrichter, mit den Kapitänen, mit beiden und sonst mit keinem, um das in Ruhe und vor allem in einem geregelten Rahmen zu machen, dass man da eben wieder ein bisschen, nicht komplett alles runterfährt, aber ein bisschen geregelte Bahn. Da war noch eine Frage, glaube ich. Hallo, ich bin Alexander, ich komme aus Indien, so mein Deutsch ist nicht der beste, aber ich hoffe, dass ich schaffe, eine Frage zu stellen. Okay, so der Liebe von Fußball für mich kommt von meinem Vater, er ist ein großer Fan von AC Mailand, seit 40 Jahren schon. Und ich glaube, dass, also damals gibt es Spieler wie Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Hernan Crespo und so. Und jetzt verdienen die Profis auch viel mehr als vorher. Kann das auch ein Grund sein für die aggressive Situationen und für die hochsteigende Gewalt und die Respektlosigkeiten? Und wie wird Ihrer Meinung nach Fußball in einer perfekten Welt aussehen?
ich bin der festen Überzeugung, dass Geld nicht die Rolle spielt. Also da bin ich überzeugt davon, sondern es gab damals tolle Spieler, Gentlemen würde ich fast sagen, wie Paolo Maldini oder Nesta eben. Ich glaube, die gab es aber in jeder Generation, in jedem Land, dass es die gibt, die einfach Respekt gegenüber den Mitmenschen, mit denen sie Fußball spielen, und dass sie auch gezeigt haben und dass man auch gesehen hat. Deswegen, ich glaube, Geld spielt nicht da die Rolle. Der perfekte Fußball, ich bin Fußballliebhaber, also ich mag natürlich Tore sehen, ich mag, dass es fair abgeht. Ich finde, ein Erfolg ohne Fair Play ist kein Erfolg für mich. Fair Play ist das A und O, so bin ich aufgewachsen, so habe ich Fußball kennengelernt, so hat mir der Sport auch viel gegeben. Ansonsten mag ich einfach, und das sollten wir stärken, dass im Sport die Menschen zusammenkommen und gemeinsam Dinge erleben, Spaß haben, eben Vereinsleben danach zusammensitzen, ein Bier, ein Wasser, eine Spezi trinken gemeinsam und die Zeit zusammen zu verbringen. Ich finde, das ist das Schöne, das ist bei der FT Gern so gewesen, so bin ich aufgewachsen. Unser Freundeskreis besteht zur Hälfte aus ehemaligen oder immer noch Spielern von der FT Gern, also es ist für mich auch Heimat, da wieder zurückzukommen mit meinem Sohn. Das ist für mich die Stärke des Fußballs oder die Stärke des Sports, Menschen zusammenzubringen, und das sollten wir beibehalten mit dem richtigen Respekt gegenüber unseren Mitmenschen, was aber nicht nur den Sport betrifft, sondern halt eigentlich ein Grundprinzip des Miteinanders ist. Ich denke, wir kommen dann auch gleich zu dem erwähnten Zusammensitzen. Es ist nämlich gleich rum von der Zeit her. Tabea, gibt es noch Fragen gerade? Ah ja, hier haben wir ihn. Danke. Ja, guten Abend zusammen. Ich bin heute berufsbedingt heute da fürs Radio, bin aber selbst auch Amateurfußballer. Deswegen freue ich mich über die Runde und die Möglichkeit hier heute ganz besonders. Ich glaube, zum Amateurbereich haben wir heute schon sehr, sehr viel gehört. Jetzt sind wir uns wahrscheinlich alle darüber im Klaren, dass dennoch der Profifußball, ob das jetzt Spieler sind, Vereine, Trainer, dennoch noch die größte Vorreiter- und Vorbildfunktion haben, gerade auch auf Kinder, den Nachwuchs, den Amateurbereich. Und da ist mir in den letzten Jahren, also es geht jetzt nicht seit 2, 3 Jahren so, sondern schon seit 5 oder 10 Jahren, dass gewisse Fangruppierungen in den Stadien, die natürlich auch medienwirksam gezeigt werden und auch einen großen Aufschlag in den Medien haben, ja, durchaus mit provokanten Thesen, Fanbannern, Plakaten natürlich immer für Schlagzeilen sorgen. Ich möchte da gar keine großen Zitate jetzt schwingen, aber so ein typisches Zitat, das man auch immer wieder im Stadion hört, scheiß DFB, sowas wird ja oft skandiert. Und ich persönlich, auch als Amateurfußballer, finde das ja sehr, sehr bedenklich. Also gerade wenn es um die Verrohung der Gesellschaft geht und gerade um die Vorbildfunktion, da können Spieler nichts dafür, aber wie kann man denn von Seiten der Verbände, von der Politik oder auch von Vereinen dem entgegenwirken? Ich glaube, Fandialoge gibt es ja immer wieder. Man versucht ja, Fangruppierungen einzubinden. Aber ich glaube, gerade das, wenn man über den Amateursport spricht, das hat ja mit die größte Wirkung. Wenn man im Fernsehen sieht, wenn Kinder sehen, dass sagen wir, die Ultras da schon eine sehr große Macht, möchte ich jetzt mal sagen, haben. Jedem ist klar, ohne Stimmung ist der Fußball auch nichts, da tun wir mal gar nichts weg. Aber solche Aussagen und solche Fanbanner, die den Sport und auch die Berichterstattung sehr prägen, auch in der letzten Zeit jetzt, finde ich, tragen schon sehr stark dazu bei, dass es natürlich in Sachen Image und im Umgang sehr, sehr schwierig wird. Was kann man da machen? Welche Möglichkeiten hat man, dass man da dem entgegenwirkt? Also ich würde fast sagen, da könnten wir jetzt nochmal 90 Minuten drüber sprechen. Das waren jetzt nochmal 3, 4 verschiedene Themen, die tatsächlich alle ja irgendwo miteinander zusammenhängen. Ja? Und ich würde auch ganz klar sagen, bei bestimmten Dingen sollte man auch Meinungsäußerung zulassen, aber es
muss klar sein, sobald ein Fadenkreuz mit einem menschlichen Konterfei gezeigt wird, das geht einfach nicht. Ja? Und da würde ich mir tatsächlich auch von Verbandsseite und vor allem auch von den Vereinen wünschen, dass da dann auch schneller darauf reagiert wird und klar gemacht wird, dass das was ist, was in der Form einfach nicht geht. Aber wie gesagt, zu den anderen Themen und auch Vorbilder und wer zeigt wann, wie, was, können wir vielleicht gleich sonst tatsächlich beim Bier nochmal drüber sprechen, weil sonst müssten wir nochmal ein ganz großes Fass aufmachen. Will jemand was dazu aus der Runde noch sagen? Nein. Also vielleicht noch einen Satz dazu. Wir haben das Thema jetzt Fankultur ja gar nicht heute auf dem Podium gehabt, ist natürlich eben nochmal eigentlich ein eigener Bereich, über den man sprechen könnte. Und natürlich wirkt auch das, was man im Fußballstadion auf den Rängen sieht, auf die Leute, die im Stadion sitzen oder vor dem Fernseher. Das ist keine Frage, aber ich würde jetzt da auch nochmal vielleicht ein Stück weit eine Lanze brechen für die Fans, die wir in Deutschland haben, weil diese Fanszenen gibt es nicht in jedem Land. Ja, also die sind gesellschaftlich auch sehr engagiert. Das ist vielleicht in anderen Ländern nicht so stark so. Ja, und klar werden da auch Grenzen immer wieder mal überschritten, leider. Und das wird aber halt dann auch vielleicht nur von einer Minderheit begangen. Und am Ende muss man es vielleicht auch so einordnen. Ja. Ich weiß nicht, gibt es noch Fragen an der Stelle? Weil ich glaube, wir können so langsam in den gemütlichen Teil, sagt man bei der Fußball-Weihnachtsfeier, übergehen und dann vielleicht auch alle nochmal bei einem Bier über das Thema sprechen. Also ich glaube, der Dialog, der ist wichtig, das hat sich heute gezeigt und das zeigt sich dann auch bei den kommenden Meet the Ref-Ausgaben hoffentlich. Vielleicht machen wir sogar eins mit mehreren Schiedsrichtern, das fand ich jetzt irgendwie einen guten Hinweis. Vielleicht können wir mal andere Sportarten da irgendwie auch mit dazu holen und dass die Leute sich da mal austauschen. Warum ist es vielleicht in der Sportart so und warum ist es in der anderen so? Ich freue mich auf jeden Fall, dass das klappt, dass wir diese Meet the Ref-Reihe umsetzen können mit der Bayerischen Landeszentrale, mit der Philipp-Lahm-Stiftung. Und wenn jemand da ist, der bei sich im Vereinsheim sowas mal umsetzen will, dann gerne bei mir melden. Ansonsten möchte ich der Runde herzlich danken. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch für natürlich die Fragen und die Aufmerksamkeit. Tragen Sie alle raus, wie wichtig der Amateurfußball ist für dieses Land. Das fände ich schön. Und damit würde ich dann, so wie ich das sehe, Sven Laumer möchte noch was sagen. Ihr habt alle gelbe und rote Karten auf euren Tischen liegen. Da steht www.schiri.bayern oder schiedsrichter.bayern drauf. Wenn ihr euch mehr interessiert, was wir so im Bayerischen Fußballverband in dem Bereich machen, geht da drauf. Das ist unsere digitale Heimat. Das sind auch in allen Teilen Bayerns Lehrgänge gelistet, wenn welche stattfinden. Also wer Lust hat, Schiri zu werden, das ist euer Einstiegstor, nimmt sie mit. Deswegen haben wir sie mitgebracht. Wir haben genug davon, wir brauchen sie nicht. Dann könnt ihr daheim vielleicht auch mal jemandem eine Karte zeigen, wenn ihr wollt. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite als Gastgeber hier im Haus. Ich fand es wunderbar, habe ganz viel gelernt, viele Impulse mitgenommen, Sie sicher auch. Machen Sie weiter, diskutieren Sie über Tischgrenzen hinweg, das ist im Kaffeehaus und vor allem bei uns so üblich. Trauen Sie sich auch die Protagonisten anzusprechen. Danke der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, die da ihrer Rolle mehr als gerecht wird aus meiner Perspektive. Danke, liebe Tabea. Und erlauben Sie mir noch zwei Hinweise. Erstens, dieses wunderbare Buch von Tim Vorwein liegt aus, sowohl an dieser Ecke als auch gegenüber sozusagen. Dürfen Sie mitnehmen, glaube ich. Also das ist eine einmalige Chance. Vielleicht signiert er ja sogar. Und vielleicht signiert ja noch der ein oder andere sonst noch, der im Raum ist. Auch ein Nachwort von Philipp Lahm drin übrigens. Ja, genau. Ich habe schon gelesen. Ich will euch nicht so viel Arbeit machen, aber der ein oder andere hat sicher den Mut. Und ja, wir machen ganz viele Veranstaltungen. Auch wir haben was auf dem Tisch liegen, unser Kulturprogramm. Wir haben letztes Jahr fast 200 Veranstaltungen gemacht, wo wir alle gesellschaftlichen Themen versuchen abzudecken. Und zwei seien heute Abend herausgepickt. Offensiver Umweltschutz mit dem neu ernannten umweltpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, genau, Jan-Niklas Gesenhus, der kommt am 27.03. und steht Rede und Antwort. Da gibt es auch viele Fragen und viele Themen, die man mit ihm diskutieren kann. Und passt irgendwie ganz gut, ein heißer Titel, aber im Anschluss sozusagen auch an Verbände und was die sozusagen auch für Wirkung haben auf den Sport und auch auf die Demokratie. Haltet euch fest, Putins Oligarch.
wie Thomas Bach und das IOC die Olympischen Spiele verraten haben, mit Thomas Kistner von der SZ.